Dieses Land, unsere Bundesrepublik Deutschland, hat 1,6 Billionen Euro Schulden. Fast unvorstellbar. Die meisten Menschen können mit einer solchen Summe gar nichts anfangen, aber wenn ich Ihnen sage, das bedeutet, dass von jedem Baby bis zum jedem Greis jemand die Schulden hat von einem Mittelklasse-Auto, ungefähr 20.000 Euro, dann wird die Dimension deutlich. Also es ist richtig gewesen, dass sozialdemokratische Regierungspolitik darauf gerichtet ist, diesen öffentlichen Haushalt zu konsolidieren. Wir müssen mit den Schulden runterkommen, wir müssen sie mindestens einfrieren.